Er setzt sich für eine Schweinefleischpflicht in Schulen und Kitas ein. Streichen wir doch einfach den Passus, der besagt, dass Sauen im Kassenstand zumindest ihre Gliedmaßen ausstrecken können müssen. Und bei Wildtieren im Zirkus, da hat sie nicht mal mehr so getan, als würde sie etwas für die Tiere verbessern wollen. Wie kann man sich denn so viel Inkompetenz erklären? In Deutschland wird dieses Jahr eine neue Bundesregierung gewählt. Und das ist doch mal eine gute Gelegenheit, sich genauer anzuschauen, wer eigentlich dafür verantwortlich ist, dass in Deutschland beim Tierschutz so viel schiefläuft. Für Tierschutz ist in Deutschland das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft verantwortlich. Und damit seit 2018 unsere Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Und in diesen 3 Jahren hat sie mehr Skandale gesammelt, als ich in der 3. Klasse Diddleblätter. Zu Frau Klöckner erzähle ich euch aber später noch mehr. Jetzt erstmal von vorn. Seit 2002 ist Tierschutz als Staatsziel verankert. In Artikel 20a des Grundgesetzes steht, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Im Grundgesetz, das ist das alleroberste Gesetz in Deutschland. Alles andere ist dem untergeordnet. Umso unerklärlicher ist es, was in Sachen Tierschutz in Deutschland in den letzten Jahren so vergeigt wurde. Aber ich hätte da eine Theorie. Möglicherweise liegt es ja daran, dass das Ministerium, das für den Tierschutz in Deutschland verantwortlich ist, gleichzeitig auch Politik für die LandwirtInnen macht, von denen viele ihr Geld damit verdienen, möglichst viel Profit aus den Tieren zu schlagen. Tierschutz und Tierausbeutung in einem Ministerium? Zieht euch eure Badesachen an, denn wir stürzen uns hinein in die Faktenflut und unterziehen die BundeslandwirtschaftsministerInnen der letzten 10 Jahre dem Peter-Reality-Check. Bevor wir uns aber Julia Klöckner und ihre zahlreichen Skandale genauer ansehen, nehmen wir erstmal ihre VorgängerInnen unter die Lupe. Die CSU-Politikerin Ilse Aigner war von 2008 bis 2013 im Amt und hat gleich zu Beginn groß angekündigt, sie würde sich unnachlässig dafür einsetzen, die Tierversuchszahlen in Deutschland zu senken. Das ist doch ein ganz löbliches Ziel und, sind wir mal ganz ehrlich, bei 2,7 Millionen Versuchstieren im Jahr war da auch noch ordentlich Luft nach unten. Dann schauen wir uns doch mal an, was Ilse Aigner in ihren 5 Jahren Amtszeit so bewegen konnte. Wow, eine Frau, ein Wort. Oh, das Diagramm ist ja falsch rum. Unter Aigner wurden zum Ende ihres Amtes 300.000 Tiere mehr als Versuchsobjekte missbraucht als noch 5 Jahre zuvor. Anders als sie angekündigt hat, hat sie die Regeln zu Tierversuchen nämlich nicht verschärft, sondern sogar noch gelockert. Ilse Aigner hat es zum Beispiel für Bildungseinrichtungen wie Universitäten noch leichter gemacht, Versuche an Tieren durchzuführen. Egal, wie unnötig oder tierquälerisch sie sind. Ja, da versteht mal einer, wie die Tierversuchszahlen unter Frau Aigner steigen konnten. Das war übrigens ein Teil von Aigners großem Plan einer Tierschutzreform im Jahr 2012. Was sie dabei noch vorhatte und was ja auch erstmal wie eine gute Idee klingt, sie wollte den Schenkelbrand bei Pferden verbieten, bei dem den Tieren mit einem glühend heißen Eisen ein Zeichen in die Haut gebrannt wird. Hat sie dann irgendwie doch nicht gemacht. Dann wollte sie die betäubungslose Ferkelkastration verbieten. Das hat sie dann aber erstmal auf 2019 geschoben, sodass in 7 weiteren Jahren insgesamt über 130 Millionen Ferkel ohne Betäubung kastriert werden konnten. Und bei Wildtieren im Zirkus, da hat sie nicht mal mehr so getan, als würde sie etwas für die Tiere verbessern wollen. Sie hat das Gesetz so verändert, dass es viel schwieriger wurde, Zirkussen den Einsatz von Wildtieren zu verbieten. Und das, obwohl Elefanten und Co. in der Zirkusmanege mindestens genauso wenig zu suchen haben wie im Porzellanladen. Aber Füchse, die findet Ilse Aigner gut. Tot. Um ihren Hals gewickelt. Bereits während ihrer Amtszeit winkte sie auf dem roten Teppich des Bundespresseballs stolz mit Pelzstola in die Kamera. Überlegt mal, die Person, die zu diesem Zeitpunkt für den Tierschutz in Deutschland verantwortlich war, trägt das Fell eines Fuchses, der ganz sicher nicht für Ilse Aigners Ballrobe leiden und sterben wollte. Das hagelte ordentlich Kritik, unter anderem von uns. Sie beteuerte daraufhin, dass sie den Fehlgriff bedauere und Pelz nicht ihr Stil sei. Und wer jetzt sein Geld darauf gesetzt hat, dass Frau Aigner auch hier nicht zu ihrem Wort steht, Gratulation! Jackpot. Erst 2019 posierte sie wieder öffentlich mit einem weiteren toten Tier um die Schultern, breit grinsend neben ihren Jägerbuddies. Und einen habe ich noch. Als Landwirtschafts- und auch Ernährungsministerin, die sich tagtäglich mit Lebensmitteln und deren Erzeugung beschäftigt, hat sie in einer Talkshow folgende wahnwitzige Behauptung aufgestellt. Es gibt praktisch Milch, die ausschließlich Heumilch ist. Die wird dann so definiert. Das heißt, diese irren Kühe, die wirklich draußen auf der Weide... Ist übrigens laktosefrei dann, die Heumilch. Die Heumilch ist laktosefrei, weil? Das ist einfach von der Verarbeitung in den Marken, wird es dann laktosefrei. Ich verstehe. Markus Lanz fragt hier zu Recht erstaunt nach, denn der Heukonsum einer Kuh hat natürlich nicht die geringsten Auswirkungen auf den Laktosegehalt ihrer Milch. Für laktosefreie Milch und auch sowieso, trinkt bitte einfach Pflanzenmilch. Das ist nicht nur besser für euch, sondern auch für die Kühe. Und die Umwelt. Nach Ilse Aigner trat dann Ende 2013 Hans-Peter Friedrich, ebenfalls von der CSU, das Amt als Bundeslandwirtschaftsminister an. Er war ganze 2 Monate im Amt, hatte in dieser Zeit aber auch keine Absichten gezeigt, etwas für Tiere zu tun. 2 Monate waren aber zum Glück auch nicht lang genug, um größeren Schaden anzurichten. Sein Nachfolger Christian Schmidt dagegen, ebenfalls von der CSU, war ganze 4 Jahre im Amt.
Schauen wir mal, was der in seiner Amtszeit alles für oder gegen die Tiere getan hat. Bei seinem Amtsantritt schien er voller Tatendrang zu sein und kündigte eine große Tierschutzoffensive an. Das klingt erstmal gut, wenn man bedenkt, wie vor allem sogenannte Nutztiere in Deutschland gehalten werden. Dicht an dicht, in ihrem eigenen Kot und viel zu oft krank und verletzt. Das Problem an der Sache, diese Tierschutzoffensive sollte gar nicht gesetzlich stattfinden. Ach ja, gesetzlich vorschreiben. Ich setze da auf Freiwilligkeit. Er war als Politiker tatsächlich der Meinung, dass Tierschutz nicht politisch erwirkt werden kann, sondern dass TierhalterInnen aus eigenem Antrieb besser mit den Tieren umgehen müssen. Klar, sich auf die Tierliebe und das Mitgefühl der Menschen zu verlassen, die ihr Geld damit verdienen, Tiere zu halten und auszubeuten, hat ja auch in der Vergangenheit immer super geklappt. Deshalb werden Hühner heute noch immer in zu engen Käfigen gehalten, Sauen in Kastenständen fixiert und Rinder müssen noch viel zu oft ihr Leben angebunden im Stall fristen. In die VerbraucherInnen hat Schmidt dagegen weniger Vertrauen als in die LandwirtInnen. Er hat sich vehement dagegen eingesetzt, dass pflanzliche Alternativprodukte wie vegane Wurst oder vegane Schnitzel als das benannt werden dürfen, was sie nun mal sind. Er sagt dazu, diese Begriffe sind komplett irreführend und verunsichern den Verbraucher. Ich setze mich dafür ein, dass sie im Sinne einer klaren Verbraucherkennzeichnung verboten werden. Ich möchte nicht, dass wir bei diesen Pseudo-Fleischgerichten so tun, als ob es Fleisch wäre. Oh mein Gott, stellt euch das mal vor. Ihr kommt vom Einkaufen nach Hause und stellt schockiert fest, dass ihr statt eines Stück toten Tieres etwas gekauft habt, auf dem groß vegane Wurst draufsteht. Und dann müsst ihr etwas essen, das euren Cholesterinspiegel senkt, euren ökologischen Fußabdruck verkleinert und nicht dafür sorgt, dass einem Tier die Kehle durchgeschnitten wird. Ugh. Schmidt kündigt also großspurig eine Tierschutzoffensive an, wirft aber tierleidfreien Alternativen Steine in den Weg. Und was tut er stattdessen? Er setzt sich für eine Schweinefleischpflicht in Schulen und Kitas ein. Ernsthaft? Er selbst sagt dazu, dass unsere Kinder kein Schweinefleisch mehr bekommen, ist völlig inakzeptabel. Ich halte das für ein Versagen der Schulträger, Kindern eine ausgewogene Ernährung zukommen zu lassen. Blöd für ihn, dass die führenden Ernährungsgesellschaften sich einig sind, dass weder Erwachsene noch Kinder irgendwelche toten Tiere essen müssen, um gesund zu sein. Und sowieso, Schweinefleisch ist jetzt nicht unbedingt als heiliger Gral für unsere Gesundheit bekannt. Es steigert das Risiko für Darmkrebs, ist oft mit antibiotikaresistenten Keimen belastet und fördert Gelenkkrankheiten wie Rheuma und Arthrose. Ein bisschen peinlich, als Landwirtschaftsminister so schlecht über ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse informiert zu sein. Vielleicht hat man aber auch einfach keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man damit beschäftigt ist, Festreden auf Fleischerverbandstagen zu halten. Und weil Christian Schmidt bei seinen FreundInnen aus der Tierproduktindustrie nicht allzu hart durchgreifen wollte, hat er anstelle gesetzlicher Tierschutzregulierungen ein freiwilliges Tierwohl-Label für Schweinefleisch auf den Weg gebracht, das er bereits 2017 auf der Grünen Woche stolz der Presse präsentierte. Mit diesem Siegel auf der Verpackung sollten VerbraucherInnen beherzt und reinen Gewissens in die Fleischtruhe greifen können. Ich meine, immerhin hätten die Tiere nach Schmidts Tierwohlkriterien einen Quadratmeter statt eines Dreiviertel Quadratmeters Platz, während sie weiterhin auf hartem Betonboden ohne Einstreu gehalten werden, ihnen der Schwanz kopiert wird und Sauen wochenlang im Kastenstand fixiert werden. Das geplante Siegel wurde immer wieder von anderen PolitikerInnen und TierschützerInnen kritisiert. CDU und CSU haben aber krampfhaft daran festgehalten. Dieses Jahr ist es dann unter unserer amtierenden Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU endgültig im Bundestag gescheitert. Um dieses nichtssagende Label, das unter tierquälerischen Bedingungen hergestelltes Fleisch als Tierwohl verkauft, ist es nicht besonders schade. Es ist jedoch schade um all die Zeit, Energie und das Geld, das in dieses Projekt geflossen ist und stattdessen in echte politische Verbesserungen für den Tierschutz hätten investiert werden können. Und jetzt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Es geht um Julia Klöckner. Wir schauen uns jetzt mal an, was sie neben des endgültigen An-die-Wand-Fahrens des Tierwohl-Labels sonst so in Sachen Tierschutz gemacht hat. Anstatt immer nur von Freiwilligkeit zu plappern, hat sie im vergangenen Jahr auch einen konkreten Vorschlag zur Gesetzesänderung gemacht. Dabei geht es um Kastenstände, in denen Sauen während der Zucht mehrere Wochen fixiert werden. Das ist offensichtlich Tierquälerei und gehört schon längst in die Geschichtsbücher. Und was war da jetzt ihr Verbesserungsvorschlag? Anstatt Kastenstände endlich zu verbieten, hat sich Julia Klöckner gedacht, eigentlich haben diese Schweine in Kastenständen noch viel zu viel Platz. Streichen wir doch einfach den Passus, der besagt, dass Sauen im Kastenstand zumindest ihre Gliedmaßen ausstrecken können müssen. Beine ausstrecken ist doch eh Luxus. Doch das war es noch lange nicht. Nochmal zurück zum Thema betäubungslose Ferkelkastration. Wenn ihr euch erinnert, Ilse Aigner wollte sie schon verbieten und 2019 sollte dann endlich Schluss damit sein. Aber unsere liebe Frau Klöckner dachte sich, ach, man muss es ja nicht übertreiben. Geben wir den Ferkeln einfach noch 2 Jahre, in denen sie ohne Betäubung die Haut über ihren Hoden aufgeschnitten bekommen, die Hoden herausgedrückt werden und die Samenstränge durchtrennt oder einfach herausgerissen werden. Warum hat darüber eigentlich noch nie jemand einen Horrorfilm gedreht? Ach ja, sind ja nur Nutztiere. Dass ihr Tierschutz auch auf dem eigenen Teller egal ist, bewies sie letztes Jahr in einem Video mit dem Koch Johann Lafer für die Bild, in dem sie gemeinsam mit der Zubereitung von Frikadellen für einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln werben wollten. Und was schreit mehr bewusster Konsum als Billighackfleisch aus der schlechtesten Tierhaltungsform, das er da voller Freude vor der Ministerin auf den Tisch legt?
Es strotzt förmlich vor Ironie, wie unsere Ministerin beklagt, dass die Deutschen zu wenig Geld für Lebensmittel ausgeben, während Lava angestrengt das Hackfleisch der Haltungsstufe 1 gefüllt mit Billigmozzarella in der Pfanne brät. Wir geben viel Geld für Handys, für Autos aus und andere Statussymbole, aber für Nahrungsmittel sind wir in Deutschland ja nicht sehr ausgabefreudig. Und das bringt natürlich Probleme mit sich für diejenigen, die davon leben müssen. Ja, richtig. Billigfleisch bringt Probleme mit sich, aber in erster Linie für die Tiere, die dafür leiden und sterben müssten. Da könnte man sich jetzt fragen, was Julia Klöckner gegen Tiere hat. Aber vielleicht wäre die bessere Frage, ob da eventuell noch andere Interessen im Spiel sind. Das hat sich auch die Organisation Foodwatch gefragt und Klöckner um Offenlegung ihrer Lobbykontakte gebeten. Hat sie natürlich nicht gemacht. Die offizielle Begründung? Die Liste sei so lang, dass ihre Vollständigkeit einfach nicht gewährleistet werden könnte. Kein Scherz. Dass sie sich bei der Wahl zwischen Tierschutz und der Agrarlobby klar gegen die Tiere entscheidet, hat sie auch bewiesen, als sie härtere Strafen für Tierschutzaktivistinnen forderte, die Missstände in deutschen Ställen dokumentieren. Sie möchte also die Menschen, die sich gegen das Leid von Tieren einsetzen, härter bestrafen, anstatt sich gegen eben diese Missstände einzusetzen. Dabei wäre genau das ihre Aufgabe. Sie selbst sagt dazu, wir brauchen keine selbsternannte Stallpolizei, die die Einhaltung des Tierschutzes kontrolliert. Doch, Julia, mit einer Landwirtschaftsministerin wie dir brauchen wir die Einführung einer Stallpolizei ganz sicher. All diese tierschutzpolitischen Totalausfälle bleiben natürlich nicht kritiklos. Unzählige Menschen kritisieren Julia Klöckner auf sozialen Medien für ihre tierfeindliche Politik. Das Ergebnis? Sie hat die kritischen UserInnen einfach blockiert. Verständlich, diese Liste war ja wahrscheinlich auch wieder zu lang. Aber einmal. Da hat Julia Klöckner tatsächlich auf einen kritischen Tweet geantwortet. Der kam von der damals 19-jährigen Nachwuchspolitikerin Lilly Blauzun und lautete: Julia Klöckner ist als Landwirtschaftsministerin ein wirklicher Totalausfall. Anstatt Landwirtschaft zukunftsfit und nachhaltig zu machen und den Menschen eine sichere Perspektive zu geben, blockiert sie weiter. Klöckners Antwort darauf: Wir haben es gesehen, aber ob wir dieser jungen SPDlerin zur Aufmerksamkeit verhelfen sollen, Ball ausrollen lassen. Ah, Julia, I feel you, ist mir auch schon passiert. Mit der Maus ausgerutscht und dann den Weiterleiten-Button mit dem Antwort-Button verwechselt. Ärgerlich. Das beweist aber erneut Julia Klöckners Umgang mit Kritik. Nämlich gar keiner. Also, mal ganz ehrlich, wie kann man sich denn so viel Inkompetenz erklären? Haben die alle irgendwie eine Wette am Laufen, wer die schlechteste Tierschutzpolitik macht? Und der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt den schönsten Dienstwagen? Aber mal Spaß beiseite. Ein Ministerium, das gleichzeitig Politik für Tiere und für TierausbeuterInnen macht, hat einen eindeutigen Interessenskonflikt. Die Interessen der Tiere werden dabei fast immer hinten angestellt, weil sie sich nicht wehren können und nicht unsere Sprache sprechen. Um den quälerischen Umgang mit Tieren in Deutschland abzuschaffen, brauchen wir unabhängige FürsprecherInnen für Tiere in der Politik, die sich für ihre Interessen stark machen, ohne dabei der Agrarlobby den Hof machen zu wollen. Was wir brauchen, ist ein vom Bundeslandwirtschaftsministerium unabhängiges Tierschutzministerium, das sich dafür einsetzt, dass Tiere für das respektiert werden, was sie sind. Empfindsame Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen und Gefühlen, die in Ruhe und in Freiheit leben wollen. Und vielleicht besetzen wir das dann nicht mit CDU und CSU-PolitikerInnen. Was denkt ihr? Was muss passieren, damit Tierschutz in Deutschland endlich richtig ernst genommen wird? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, abonniert unseren Kanal.